Die vrouwen waren zeer arm, moet ik zeggen. Weil die hebben am meisten draufgezahlt. Aber muss ich auch sagen, es werden auch sehr tapfere Frauen, sehr tapfere Frauen, mehr tapfer wie die Männer, manche. Drei solche Frauen haben mich so zu Herzen genommen, dass ich die nie vergessen werde. Die haben keine Angst gehabt, wenn geschossen wurde, haben sie sich genauso gegenschossen wie die anderen. Einige aber wieder mehr, wie ich sagen soll, friedlich. Waren arm waren sie, aber deswegen auch seine monatlichen Sachen und dort das alles erledigen und das so durchkommen, es war nicht leicht. Aber Gott sei Dank, dass die das durchgemacht haben und durchgehalten haben. Die meisten haben ja auch in den Bataillonen, größeren Organisationen, ja, Arbeit, Schiffarbeit gehabt und Schiffführung und solche Sachen. Das ist so, aber nicht jeder hat es allerdings gekriegt. Aber es war nicht leicht für die Frauen. Und wenn ich etwas noch sagen darf, einige Frauen waren eingeteilt als verwundeten Helferinnen. Waren sie sehr tapfer und auch geholfen haben sie, wie sie haben halt können. Aber damals, als ich verwundet war, das war am 19. März 1945, waren auch Frauen dabei, die haben mir zuerst geholfen, zu einem Bauern getragen und von dort in einen Bunker, also früher haben wir gesagt Bunker, früher war er Holzhütte, für die Holzknechte haben sie auch Hütten gehabt und dort habe ich gelebt bis Ende des Krieges. Und wieder waren die Frauen, die mir geholfen hatten, Milch haben sie gebracht, Brot und Zucker und solche Sachen, so gesorgt für die Mutter. Ich werde die Leute nie vergessen. Und auch kann man das auch nicht bezahlen, nur ein richtiges Dankeschön, gar nichts anderes.